Oh, was geht ab, Leute? Hier vom Deutschen Museum für Verkehrszentrum, aka Schwanthaler Höhe. Fast ausgerutscht. Ich treffe mich hier für einen Tausch und um das hier vorne abzuchecken. Für mein Geschäft, meine Geschäftsidee, besser gesagt, suche ich interessante Orte, Objekte, Sachen in München. Und da vorne seht ihr was sehr Interessantes, zeige ich euch gleich. Ich treffe mich in letzter Zeit sehr oft zum Tauschen, aber das liegt daran, dass die Leute mich noch angeschrieben haben und ich habe kein Problem damit, mich zu treffen, vor allem wenn ich eh in der Nähe bin und was abchecken muss. Boah. Aber Wetter ist ziemlich leid, also ich weiß nicht, wie lange das Video hier geht, wie lange ich hier unterwegs bin und das abchecken kann. Wer die Stories gesehen hat, ihr müsst mir nicht unbedingt auf Instagram folgen, weil YouTube Stories gibt es auch. Da poste ich das eigentlich auch und ich kriege da eigentlich immer so komische Benachrichtigungen so. Ihre Story wurde so und so oft gesehen in den letzten 4 Tagen. Sie haben 6 neue Abonnenten durch die Stories bekommen. Was schon nicht schlecht ist. Also, ihr könnt auch einfach die YouTube Stories anschauen. Auf jeden Fall habe ich von einem Herrn erzählt. Ich bin mit 4 seiner Accounts, also mit allen seinen Accounts, Lucky Freunde. Und man kann halt nie mit dem tauschen. Das ist so unmöglich. Die haben halt schon immer Scherze gemacht, dass er die sammelt. Dass er Lucky Freunde sammelt. Aber nachdem er gesehen hat, gehört hat, dass ich nicht mehr wirklich aktiv spiele, hat er sich gemeldet und wollte unbedingt noch einen Tausch machen. Ich so, ja klar, können wir gerne machen, kein Problem. Dementsprechend tauschen wir heute endlich mal. Und ich versuche alle 4 Accounts zu tauschen. Er will wahrscheinlich nur mit seinem Main und dann mich wieder abwimmeln, aber nee. Wenn wir uns schon mal sehen, wenn wir uns schon mal für einen Tausch treffen, dann auch alle 4. Und das ist das, was ich abchecken wollte, euch zeigen wollte. Kann man schon als interessant einstufen, oder? Die Schnecke. Heute ist ja Montag. Heute wäre Max Out Monday. Ich meine, ich habe noch 1,1, glaube ich, Sternstaub, Millionen Sternstaub über. Vielleicht max ich heute noch ein paar Pokémon. Zumindest zeige ich euch, was ich gemaxt habe. Je nachdem. Ist auch interessant. Das könnte man auch irgendwie verwenden. Da ist mir eingefallen, ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen will, zeigen möchte, zeigen könnte. Je nachdem, was ihr noch alles sehen wollt. Deswegen könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Weil eine Sache habe ich euch ja eigentlich immer versprochen. Und zwar, dass ich euch mal alles zeige. Die ganze Sammlung einfach mal alles durchgehe. Auch wenn man... Ich habe ja verschiedene Teile gedreht bezüglich Gen 1, 2, 3. Alle meine Luckys, alle meine Shines und so weiter. Alle meine 100er, alle meine Max. Wenn man jedes Video hätte sich angeschaut hätte, dann wüsste man es. Aber ich kann auch nochmal separat, weil sich das viele gewünscht haben, nochmal zum Abschluss ein separates Video, wo ich einfach jedes komplett einmal durchgehe und euch alles zeige. Das kann auch auf jeden Fall noch kommen und was sich auch sehr viele gewünscht haben, zum Beispiel auch gestern wieder kommentiert, mein Statement zu Niantic, was da jetzt los ist, unsere Beziehung, das kommt auch auf jeden Fall die Woche noch und wie gesagt, falls ihr noch irgendwas sehen wollt, gerne unten in den Kommentare. Und jetzt warte ich auf den Kollegen für den Glückstausch. Für alle, die sich jetzt denken, yo Hong, es hat sich doch gar nicht so viel geändert, du machst jetzt immer noch deinen täglichen Lucky-Tausch oder hier und da und ansonsten nimmst du uns halt mit auf dein Leben und so. Ja und nein, also erstmal ist es natürlich noch eine Übergangsphase, wo ich jetzt noch ein paar Pokémon-Übergäste da raushaue, was auch immer. Wie gesagt, das, was ihr sehen wollt, zum Beispiel das mit den ganzen, meinen ganzen Beutel zeigen und sowas, alle Pokémon, die ich habe. Zweitens ist das hier natürlich immer noch der normale Channel, also wenn, dann würde ich oder werde ich einen neuen Channel starten. Mehr dazu diese Woche noch. Und da dann die Idee umsetzen, die ich halt schon länger im Kopf hatte, aber halt nie gemacht habe, weil man halt in diesem Trott und Alltag gefangen war. Hatte schon wieder fast ausgerutscht. Wo ich mir halt dachte, yo, ich habe eh den Channel hier. Wieso sollte ich Zeit und Energie aufwenden für was Neues? Aber das Neue hat halt eben mehr Potenzial. Und ich dachte mir halt natürlich auch, weil das halt was mit den Jungs ist, ein Gruppenprojekt und eine Menge Gruppendynamik und sowas, dachte ich mir halt auch die ganze Zeit, jo, das ist nicht wert und die Jungs davon zu überzeugen und dies, das. Und es gab ja schon damals Probleme, dass natürlich nicht jeder dieselbe Motivation hat und sowas. Aber jetzt haben wir es halt doch nochmal oder werden es doch nochmal probieren. Und mal schauen, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber man hat es halt wenigstens versucht. Und das ist halt die Message. Ich habe jetzt die letzten paar Tage auch so viele Nachrichten bekommen bezüglich, dass ihr fühlt, was ich sage. Dass es halt auch so viele, Alter, ich muss so aufpassen, so viele Leute in derselben Situation sind. Zum Beispiel hat mir
gestern, war das gestern oder vorgestern, einer geschrieben, der meinte, yo Hong, ich fühle 100%, was du in letzter Zeit so sagst. Er war selber Bankkaufmann, hat in der Bank gearbeitet auf jeden Fall und hatte halt keinen Bock auf diesen Alltag. Hat sich dann selbstständig gemacht als Investmentberater und es scheint ganz gut zu laufen und er hat halt den Schritt gewagt und klar, es wird nicht immer funktionieren und ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach so immer seine Träume leben, als wäre es so einfach. Dann würde es ja jeder machen, aber am Ende des Tages weiß man halt nie, ob es funktioniert oder nicht. Hauptsache man probiert es. Klar, ich bin auch in einer Situation, wo ich es mir erlauben kann, es zu probieren oder andere. Nicht jeder kann sich einfach irgendwie irgendwas erlauben. Muss auch auf Familie achten und dies, das. Also ist mir auch schon bewusst, klar. Die können vielleicht irgendwas Kleineres nebenbei, was weiß ich, irgendwie. Muss ja nicht irgendwie gleich sein ganzes Leben umkrempeln sein. Aber Hauptsache man probiert, wenn man eine Idee hat, wenn man irgendwas im Kopf hat, das man machen will, aber sich irgendwie nie traut oder nie sich den Ruck gibt zu machen. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich so viel drumherum gelabert. Boah, keine Ahnung, Mann. Fuck. Auf jeden Fall anderes Thema. Ah ne, ich glaube, da kommt der Kollege. Das andere Thema, das frage ich mir danach. Fuck. Okay, Leute. Daran merkt man, dass ich echt nicht mehr das Herz im Spiel habe. Also, wir haben mit seinen zweiten und dritten Accounts erstmal getauscht. Und mir ist nicht aufgefallen, oder uns ist nicht aufgefallen, dass ich dem Kleinen neues Pokémon getauscht habe. Sprich, der letzte vierte Tausch wäre mit seinem Main gewesen, aber wir konnten keinen Spezialtausch mehr machen. Nicht aufgepasst, beim dritten Tausch habe ich dem Kleinen einen neuen Dex-Eintrag gegeben. Dadurch war mein Spezialtausch weg und wir konnten dann mit seinem Main-Account, weswegen wir uns ja eigentlich getroffen haben, nicht mehr tauschen. Also schon, aber wir hätten natürlich gerne einen Spezialtausch gemacht. Dass mir so ein Fehler mal passiert? Heftig. Heftig. Naja, auf jeden Fall trifft man sich vielleicht morgen nochmal. Ich check jetzt eine Runde diesen Park hier ab und suche nach interessanten Sachen und dann erzähle ich euch noch das andere, was ich euch erzählen wollte. Sorry Leute, das Video ist ein bisschen wirr. Zwei Sachen noch. Also das erste ist das, was mir vorhin nicht mehr eingefallen ist, wo wir drumherum geschwafelt haben. Das ist ein Einhorn, damit lässt sich bestimmt irgendwas machen. Die Sache war, also der Kanal hier bleibt random, richtig random. Daily Vlogs, fast daily, einfach random, mein Leben halt, dies, das. Also so viel wird sich da wahrscheinlich nicht ändern. Es hat weniger Pokémon und kaum, oder was heißt kaum, gar keine Pokémon Go Nachrichten halt mehr. Aber auch wie zum Beispiel gestern die Storytime, also falls ich mal irgendwas zu Pokémon Go zu sagen habe, dann haue ich halt meine Meinung raus. Was jetzt auch zum Beispiel interessant ist, aber dazu mache ich kein Video, ist, dass PvP auf Eis gelegt wurde, weil gecheatet wurde und der erste Platz anscheinend das System ausgenutzt hat. Was ich so mitbekommen habe, war, dass er Multilong gemacht hat, mit zwei Accounts gleichzeitig gekämpft hat und das war halt so, dass während er auf dem einen die Ladeattacke geladen hat, mit dem anderen die Fast Attack machen konnte und dadurch halt natürlich einen Vorteil gehabt hatte. Ist nur das, was ich so am Rande mitbekommen habe, also verlasst euch nicht drauf, dass das so stimmt, aber deswegen scheint PvP momentan auf Eis gelegt worden zu sein, stillgelegt worden zu sein, um gefixt werden zu können. Ich meine, Cheaten ist überall. Das kann man so an sich nicht verhindern. Viel Glück, Niantic, aber Leute finden immer einen Weg. Es gibt zum Beispiel, ich habe ja mal gepokert. Da gab es sowas, das nannte sich Chinese Mafia. Immer diese Chinesen. Chinese Collusion hieß das. Und zwar gibt es ja Sit and Goes, falls euch das was sagt. Man setzt sich an einen Tisch, er kauft sich mit seinem Geld Chips ein und spielt die Chips. Und der erste kriegt 50%, der zweite kriegt 30%, der dritte 20% oder irgendwie sowas in der Richtung, falls ihr wisst, was ich meine. Und die Chinesen haben es so gemacht, dass sie 8 oder 9 oder 7 von den Plätzen sich reingesetzt haben. Und der Rest waren nur die richtigen Spieler. Das heißt sozusagen, du
du hast zu zweit oder so, also 2 gegen 8 eigentlich gespielt, obwohl es eigentlich jeder gegen jeden ist. Das heißt, die 8 haben sich dann ihr Geld immer geteilt. Oder das war halt eine Organisation, eine Mafia halt. Und die haben halt dann immer das Geld von den 2 gewonnen. Weil dass die 2 dann in die Top 3 kommen, ist halt so unwahrscheinlich. Und die Chinesen, die 8, haben sich dann immer das Geld aufgeteilt sozusagen. Und das Plus von den anderen 2 gemacht. Also cheaten, die Leute finden immer einen Weg zu cheaten. Die andere Sache, über die ich noch reden wollte, war, auch wenn mich Pokémon Go jetzt weniger interessiert, kaum noch interessiert, ihr könnt weiterhin mir coole Sachen schicken, mich taggen und mich markieren und dies, das. Wenn jemand mir 100er Shiny Latios oder so zeigt, ist immer noch cool, ist immer noch saftig, freut mich immer noch für euch. So ist nicht, also ist nicht jetzt so, als würde mich das anwidern oder anekeln und ich mir denken, Pokémon Go, zeigt mir doch so einen Schmarrn nicht. Nee, wenn ihr irgendwas Cooles habt, könnt ihr mir immer noch gerne zeigen, Max on Monday, yo Hong, Alter, ich habe heute das hier gemacht und dies, das. Cool, freut mich für dich. Weil ich habe ja auch Yu-Gi-Oh! Gespielt und in Yu-Gi-Oh! Leute kommen und gehen. Und es gab immer manche, die waren halt so, nachdem sie aufgehört haben, wie kann man sowas noch spielen und so. Immer so ein auf arrogant im Sinne von, sie wären was Besseres, weil sie aufgehört haben. Ich will nicht so rüberkommen, wisst ihr? Ich feiere immer noch die Leute, die ihre Ziele da verfolgen, wie zum Beispiel hier der Kollege gerade Peter, der seine Shinies sammelt. Die Leute, die ihre Stats posten, jetzt so viele Spieler, die jetzt 1 Billion, also 1 Billion, 1 Milliarde EP geknackt haben. Respekt! Ich denke mir nicht, boah, was für ein Opfer, so eine Zeitverschwendung, sondern ich denke mir, krass, krasse Leistung. Nur ich für mich selber halt entschlossen, weniger zu machen. Heißt nicht, dass ich jetzt alles Pokémon Go technische verachte und sage, boah, jeder, der das spielt, der verschwendet seine Zeit und ist ein Depp oder sowas. Nee. Wer da immer noch Spaß hat, der soll reinhauen. Serious Business immer noch. Wer Spaß hat, wer da immer noch durchzieht, der soll weiter durchziehen. Nur für mich selber. Das war's. Wir gehen heim, Leute. Es regnet zu sehr.